Und da sind wir zurück. Alles klar. So, okay. Ja, wollen wir mal die Quest von dem Typen machen? Irgendwas anderes Großes noch. Ah. In Ruhe. Okay, warte mal, machen wir das Zeug hier mal kaputt. Guck mal, das Zeug hier mal kaputt war. Muss Goblins töten, ne? Ja. Und Dinger looten. Also holen. So. Was erste? Liegt dir das Gral? Kann ich lesen. Der Text dieser Schriftrolle ist mit einem uralten. Ist in einem uralten verfasst. Uralten was verfasst? Egal. Und mit Hilfe eines besonderen Codes verschlüsselt. Man könnte ein Leben damit verbringen, ihn zu entschlüsseln. Okay. Dehnen die aus, lass mal gucken. Okay, sind einfach die ganz normalen Goblins, die wir auch schon in diesem zu sehen bekommen haben. Vielleicht nachher noch. Und dann haben wir da oben noch was. Kann springen. Wellen der Macht. Hilfe uralter Zauberei, wo diese Schriftrolle mit Symbolen verziert, die für euch unbegreiflich sind. Das Gral, ne? Diese uralten Schriftrolle ist nur der Titel des Zaubers lesbar. Oh, ich hab nichts. Nun, ich bin hier fertig. Nach oben. Wollte ich mir denn die. Hab ich den, den Leiter auf der Markt? Hier? Später Ding. Ja, was ein Schreiter heißt. Ja, hat man. Sehr gut. Dann hat man den doch mal lieber. Praktisch. Ach, guck mal, da sehe ich einen. Diese versunkene Stadt war einst ein schöner Tempel, der Gral gewidmet war, dem Lor des Meeres. Allerdings kamen die Nager und zerstörten den Tempel. All seine Anhänger wurden getötet. Wenn Gral überlebt, wird er geschwächt sein. Kiplingsgesindel. Vielleicht lernen sie eines Tages für sich selbst zu denken. Oder sie suchen sich zumindest ihre Meister besser aus. Okay. Du? Der Ork. Al-A-Ork. Eure Muttersprache hat mich schon immer fasziniert. German Item Description. 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 So. Das muss man klein schreiben, ne? Description. Error. For the dict.
was auf Englisch, keine Ahnung. So. Gras drüber wachsen lassen. Wir werden etwas Zeit brauchen, um die Artefakte von diesem Ort zu bergen. Und diese Zeit werden uns die Nager nicht gewähren. Aber wir haben einen Plan. Wir verstecken einfach das, was sie nicht finden sollen, und kommen in 10 oder 20 Jahren zurück. Dann werden sie diesen Ort schon längst wieder vergessen haben. Nimm diese Illusionsschriftrolle und verberg damit die mächtigen Artefakte. Verbergt die Antiquitäten des Gral. Okay. Ja, und du, ein Gott erwecken. Seht ihr diese versinkenden Ruinen im Osten? Die waren vor nicht allzu langer Zeit ein Tempel von Hailuas Gral. Nager haben seinen Tempel zerstört und stehen jetzt seine Geheimnisse. Was? Oho, es war also eine Last von unserem genommen worden. Wir wussten, dass diese schlangenartige Hexe tot war. Was? Okay. Hat durchaus mit der Quest zu tun, die ich noch nicht gemacht habe. Nager haben einen Tempel zerstört und stehen jetzt seine Geheimnisse. Wenn sie damit etwas Gutes im Schilde führen, bin ich ein Meeresriese. Es wäre klug, Gral wissen zu lassen, was sich hier zuträgt. Ich glaube nicht, dass er das gut finden würde. Gral war sehr mächtig, aber gerade sein Wissen über das Meer war unvergleichlich. So jemanden kann man immer auf seiner Seite gebrauchen. Ein wenig frisches, blutiges Nagerfleisch lockt ihn vielleicht hervor. Bestiele sammelt Brocken Nagerfleisch als Opfergabe für Gral. Findet Gral, lasst ihn wissen, was hier vorgeht. Wir glauben nicht, dass er das gutheißen wird. Wir können seine scharfen Zähne hier gut brauchen. Okay, wir haben also Nager. Wir füttern die. Okay. Mal los. Und da ist die Schatzkiste. Und noch holen. Als erstes. Erstmal hier. Schatzkiste holen. Warte doch mal. Haben wir die denn? Hier oben. Hier. Die ist da. Easy. Raus. So, oder? Oh. Okay. Jetzt muss ich Lager töten für Fleisch. Okay. Hallo. Nö, keine Lust gerade. Wenn du möchtest, kannst du gerne sterben. Gar kein Problem mit. Was denn hier da? Als Zahn verbergen. Hier mitmachen, oder? Oh. Noch dort. Ticken, der Schnapper. So.
Ernsthaft? Verstecken. Pärchen. Das Stimme des Ozeans. Gras drüber wachsen. Okay. Was ist Gras? Okay. So heißt die Quest, Gras drüber wachsen lassen. Alles klar. Okay. Ich verstehe. Hm? So. Den. Wollte mich mal nachbuffen. Auf ausgelaufen. Voll nicht gewohnt, dass ich jetzt Buffs habe. Einen Buff. Gedacht. So, dann hallo. Wieder zurück. Gut, geht zurück. So, da drüben ist das letzte Zeit. Ja. Welche Fluten? Aus den Dosen gezogen. Oh, da haben wir eine Hose. Gelootet. Ein Level mehr. Hat auch mehr Tempo drauf, aber wesentlich weniger Stärke. Wow. Lohnt sich für 21 Tempo, aber dann nicht wirklich. Wesentlich weniger Rüstung. Ach, das ist Kette. Schade. Warum kann es nicht Platte sein? Deswegen. Naja. Okay. Was mit gesegnetem Wasser? Von mir aus. Ernsthaft? Also, ja. Okay. Mhm. Also, wenn das die Nager nicht finden, dann sind sie einfach so dumm. Haben sie auch nicht verdient, irgendwas zu finden. Okay, weiter geht's. Oben noch zwei. Oh, und da haben wir auch eine Elite. Mach mal platt. Hi Elite, wie heißt denn du? Naht, aber du bist Level 110. Ich bin auch Level 110, ne? Ja, ja, ja. Okay, los geht's. Raus. Da soll ich nicht drinstehen. Oh, da kommt Ads. Okay. Schon sagen. Boah, es laggt. Aber extrem. Los. Tschüss. Nein, ich hatte keine Bugs. Danke. Außer Leck, aber das. Aber hier. So, okay, dann gehen wir mal da runter. Hey. Na. Okay, ich darf den nicht looten. Manu, die Schatzkiste ist nicht... Ach nee, warte mal, das gehört zur Quest, oder? Ja, das gehört zur Quest. Ja, kein Schatz. So. Dann. Wo
ist das letzte Item? Da drin. Haben die schon eins gefunden, oder was? Und das, wenn ich das jetzt verstecke, wissen die nicht mehr, wo das hingelegt wurde, oder was? Ernsthaft? Alter. Wie dumm die Naga hier dargestellt werden. Leben für Ashara. Mhm. Ja. Ja. Wundern sich dann nicht, wo der Baum auf einmal herkommt. Alles klar. So, dann haben wir alles, glaub. Ja, gut, dann müssen wir noch zum Opfer. Zum Schrein. Erstmal zum Schrein jetzt. Geben wir die Opfergabe ab. Die wir gesammelt haben. Ob der Loa auftaucht. Ich bin haut ab. Echt jetzt? For real? Wie lange verfolgt ihr einen? Ist das nervig gerade. Dann mach ich auch platt, ist mir doch egal hier. Komm. Erst das. Noch Schrecken. Okay, alte Götter. Alles klar. Ein riesengroßer Hai. Das ist der. Ah, das könnte natürlich Sinn machen. Das ist der Loa wahrscheinlich, ne? Ein Gott erwecken. Die Schale strahlt ein Gefühl der Erwartung auf. Ein Gott erwecken. Das ist mal eine Opfergabe, die meiner Aufmerksamkeit würdig ist. Köstlicher scharfer Geruch von mit Wut erfülltem Nagerblut. Die süßen, zarten Happen, da werde ich beiwohnen. Tatsächlich der. Hallo, der Statue redet mit mir. Unter den Wellen. Diese Hexen wagen es in meinem Tempel? Slavas begibt sich in Sphären, die sie nicht begreifen kann. Sie und alle ihrer Art werden nicht mehr als leere Hüllen, die dunklen Mächte sein, dort auf sie lauern. Ich spüre, wie sich etwas unter uns, um uns herum beregt. Es ist wie ein Beben in meiner innersten Kern. Es baut sich ein Druck auf. Auf der Stärke ist. Was? Der Stärke ist als der Druck an der tiefsten Stelle des Ozeans. Wir müssen diese Mächte aufhalten. Sie sind hier nicht willkommen. Bersile tötet Beschwörerin Slavas und den Typhlis an den Schrecken. Eine Opportunistin mit finsteren Ambitionen. Okay. Ja, das deutet alles auf ziemlich krass auf alte Götter hin. Im Süden werdet ihr die Überreste meines Tempels finden. Dort werde ich euch treffen. Und wir werden diesen Nager den Zorn eines Hailoas zeigen. Klar, ein Hailoa. Logisch. Das ist ein Hai. Okay, deutet alles tatsächlich auf alte Götter hin. Bin ich ja mal gespannt. Vor allem, es war ja schon die ganze Zeit die Rede davon, dass Endor wahrscheinlich unter Wasser ist irgendwo. So, dann müssen wir jetzt. Da ist er. Geist von Gral. Cool. Machen wir das Blatt hier, das Zeug. Wir haben das Lama getötet und fest an den Schrecken getötet. Alles klar, machen wir beides Blatt. Los geht's. Du saugst kein Blut mehr. Ich unter Wasseratmung eigentlich? Ja, einmal schon. Ja. Ich Wasser zu Hause. War alles bei euch. Alles klar. Es ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Okay, haben wir's. Den auch noch.
mein Leben, Forscher. Okay. Meine Stimme wird der letzte Klang in euren Ohren sein. Das bezweifle ich. Ist schon tot. Unter den Wellen. Die Nager versuchen etwas zu verbergen. Meine Stärke mag schwinden, aber man sollte einen Lohr nie unterschätzen. Mal denn hier ein Trinket mit Stärke. Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, euren kritischen Trefferwert für 15 Sekunden lang um 213 zu erhöhen. Oh. Nee. Und was haben wir hier? Ein Ring mit Crit-Tempo. Ja. Ja, ist ja nicht so toll. Aber ist besser als der Crit-Mastery-Ring. Ja, auch schon ein Crit-Mastery-Ring aus. Oh, sogar aufgewertet worden. Nice. Den aus, ja. Jupp. Nachricht aus der Tiefe. Der Rat der Tanschuli wurde von einer dunklen Seele unterwandert, die sich mit Königin Ashara verbinden will. Einige wurden von Furcht oder Gier überwältigt und haben sich angeschlossen. Andere haben sich einfach von ihren Lügen blenden lassen. Unsere Kameraden sterben einer nach dem anderen. Bald wird es keinen Widerstand mehr geben. Die Motive von Ashara sind von einer undurchsichtigen Dunkelheit verschleiert. Sie begibt sich an einen Ort, von dem es für sie keine Rückkehr gibt. Ich würde sie ja bemitleiden, aber sie hat zu viele meiner Anhänger getötet. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich sie in Stücke reißen. Hier draußen ist etwas Dunkelheit. Die Naga haben nicht aus eigener Motivation heraus gehandelt. Ich werde mehr herausfinden, Glorg. Ihr müsst an Stärke und Weisheit gewinnen. Wir werden sie brauchen. In anderen Worten, ich soll leveln. Alles klar. Gut, gehen wir zurück. Und geben die Quest ab. Machen wir das doch mal. Wir hätten das Lager wohl nicht überall verlassen sollen. Oh no, es war, als wäre eine Last von uns genommen worden. Was? Ein Käfig hätten wir nicht viel erreicht. Was? Die Reise hat uns hergeführt und wir machten Entdeckungen, die uns den Rätsel Lösung näher brachten. Was redet ihr so viel? Hallo? Hier kann ich nichts geben. Oh, und dieses interessante Schmuckstück entdeckt. Und ich habe diesen. Okay. Die Relikte sind beschützt. Gral ist noch nicht verloren. Okay. Es war die richtige Entscheidung. Die Naga leben zwar sehr lange, aber ihre Aufmerksamkeitsspanne hat ziemlich nachgelassen. Diese Antiquitäten werden in Sicherheit und gut erhalten bleiben, bis wir zurückkehren. Nachricht aus der Tiefe. Anscheinend sind die Naga gefährlicher geworden und nicht mehr bloß ein lästiges Ärgernis. Das sind wirklich düstere Zeiten. Unterrichtet die Horde. Das war das Werk eines Mitglieds des Rats der Tanschuli. Sie haben ihre eigenen Brüder, die Anhänger von Gral, für Ashara geopfert. Das ist gewissenloser Frevel. Sie schwächen das Fundament und wollen so das Königreich stürzen. Einer unserer Brüder muss unser persönlicher Kontakt zum König sein. Ansonsten können wir niemandem vertrauen. Warnt Nafanos von dem Verrat. Okay. Aber warum jetzt Nafanos und nicht den König? Weil jetzt hier alles abgeschlossen, richtig? Richtig. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Im Palast. Sieht man eigentlich hier den roten Stern auch? War zwei Monde. Oder ist das der Mond und die Sonne? Bisschen schwer zu erkennen hier. Ich glaube, Arthur hat sogar zwei Monde, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher jetzt gerade. Aber wo ist denn hier der rote Stern? Ja, hier gar nicht. Dann sieht man den überall, nur hier nicht. Oder ist es hinter einer Wolke? Will ich sein.
Oder ich sehe den halt nicht, weil ich die Questreihe auf dem Server hier nicht gemacht habe. Das kann natürlich auch. Wait, besser gesagt. Macht ab, ja. Kann sein. Jo, ich muss dann mal zu Nafanos. Hey Nafanos, ich hab da was. Nein, ich will keine Gilde, danke. So. Es war klug von euch, mir das zu bringen, Glurak. Okay, danke. Guter Fund, Glurak. Ich werde herausfinden, was innerhalb des Rates Hanschuli vor sich geht. Ich fürchte, wir können König Rashtakhan möglicherweise noch nicht warnen. Ich habe einen Verdacht. Okay. Da kann ich aber noch nichts machen. Ich kann ich schon das auswählen, das Gebiet. Tatsache. Ich mache erstmal das erste Gebiet fertig, würde ich sagen. Ich habe ja auch immer noch kein Level-Up, Alter. Wie lange ich schon unterwegs bin. Und es gibt 10 Level, glaube ich. Ui. So. Ah, da knackt mein Stuhl. Okay, sprecht mit Kriegsruinen Loti im Zirkano. Ja, machen wir das jetzt mal als nächstes. Gucken, wie ich jetzt hier vernünftig nach unten komme, ohne zu sterben. Die Stadt ist ein bisschen sehr groß, ne? Was ist als nächstes? Hallo. Ist auch nicht. Schau mal eben an. Wenn du recht drüber. Hallo. Locano. Was hat euer Aufenthalt für einen Zweck? Das dauert jetzt zu lange, das zu erklären. Lasst mich in nervige Schädlinge. Lasst mich in raten. Lasst mich raten. Dieser Saurit hat euch also auch was gestohlen, hm? Also ich habe keine Zeit, nach allen Kleinigkeiten zu suchen, die dieses Waldenbeißer sich krallen. Wollt ihr jetzt das Geld verdienen, dann helft mir ein paar von den Schnappern zu töten. Und wenn nicht, dann lasst mich in Ruhe. Bildet 8 typische Schnapper in Zirkano. Aber mir hat niemand was geklaut. Das ist schön für dich. Ja, dann töten wir halt mal ein paar Schnapper, auch wenn die mir nichts geklaut haben. Aber gut, machen wir das mal. Wenn die nervig sind, machen wir das. Okay. Nehme ich mir. Ach, die. Oh, da war direkt drei Stück. Ich muss näher ran. Zwei Stück. So, einen brauche ich noch. Den da alleine. Aber was war das denn? Folgt dem Großen. Okay. Hallo. Hi. Grüße, Tastermann. Und was bringt euch zum Schreien der Aasfresser? Nervige Schädlinge. Ein Dieb, der von Dieben stehlen will?